Hallo, Erster. Das ist jetzt hier YouTube quasi. Ja. Willkommen bei Let's Play Shadowrun 5 mit den White Russians in Moskau. Oh, niemand mag Let's Plays. Alter. Alter, die Vene, die ist schon wieder blutgefüllt bis oben hin, ne? Die pocht ganz gewaltig. Also, wenn du schon so anfängst, du kleiner, dreckiger Schwachwichser. Das war kein Wort, ich wollte eigentlich Schwachkopf sagen. Dann fiel mir auf, das kann ich nicht sagen. Schwachwichser geht auch, wenn du halt nicht fertig wirst, das ist ja auch so. Männliche Potenz ist doch immer eine gute Beleidigung. Ja, stimmt. Ja. Na dann. Dazu gibt es nicht mehr viel zu sagen. In der letzten Folge von dem Let's Play. Was eigentlich gar kein Let's Play ist. Es das stimmt. Gibt keine Let's Plays. Na, für uns naja, gegenseitig ist es schon eins. Wir spielen ja zusammen. Ja, das sehe ich ein. Außerdem haben wir ja schon Let's Plays hochgeladen. Es gibt keine Let's Plays. Wenn ich mit dem Schachbrett in die Stadt laufe und sage Let's Play, dann ist es ein Let's Play. Und dann ansonsten kommen die ganzen Kinder und wollen mit den Pokémon spielen. Super. Dann gehe ich mit meinen Pokémon... Ich hatte nie Pokémon-Karten. Mit meinen Pokémon-Karten und hin... Ah, und hast du keine App oder was? Du weißt, dass ich kein Smartphone besitze. Merkst du selber. Nicht okay, was ihr macht, ja? Vor allem im Intro. Das ist Cybermobbing. Können wir jetzt endlich anfangen zu spielen? Nein, ihr macht doch jetzt das Intro. Oh, niemand mag Intro. Ich weiß, wir sind doch gleich fertig. Dann bekommst du auch einen Lutscher. Eine Lutscherstange. Geil. Muss ich die vorher noch auspacken? Der Onkel macht das für dich. Darf ich die vorher einpacken? Du bist raus. Ich würde dich so gern manchmal kicken können hier. Du weißt gar nicht, wie sehr ich das mir wünsche. Schon geil, wenn man in der letzten Folge. Du kommst nicht mehr zum Schuss. Vergiss es. Die gibt's nicht in der letzten Folge. Ich versuche das einfach so lange, bis es klappt. Ich hab Zeit. Super, dann machen wir jetzt 3 Stunden lang Intro. Alles klar, pass auf. Jetzt kommt noch der beste Satz. Das geht alles von eurer Spielzeit ab, ne? Herzlich willkommen bei dem Let's Play. Ja, ich höre ja schon auf. Sonst bringt er mich wieder um. Zu Recht. Das ist halt, wenn man so einen scheiß seinen Konsti-Charakter hat, quasi. So low-Konsti ist der gar nicht. Das ist immer noch eine die ist weiblich. Der Charakter. Aha. Du sagtest, wenn man so einen Low-Konsti-Charakter hat. Details, was ich sage, interessiert doch gar nicht. Wollte ich jetzt mobben. Du interessierst überhaupt nicht. Genau, so sieht's aus. Niemand will hören, was du zu sagen hast. Solange du nicht in time bist. Danke. So, der Spielleiter sitzt hier und wartet und wippt mit seinem scheiß Bein oder holt sich wieder einen runter. In der letzten Folge. Es interessiert immer noch keinen. Ich weiß. Aber es macht mir jetzt inzwischen zu viel Spaß. Kaban hat sich prostituiert in der letzten Folge. Was? Ja. Ich habe einen Troll gefickt. Hä? Moment mal. War ich da schon wieder betrunken? Ja. Echt mal, vorhin haben wir uns noch beide gefragt, was letzte Woche so war, aber daran kann ich mich wirklich nicht entsinnen. War es ein schöner Troll? Anscheinend. Nö, er war 70. Nee, es war gar kein Troll, es war ein Mensch, der war 70. Ja, stimmt, aber es war... Knast. Ich habe ja auch nicht mit dem gevögelt. Natürlich hast du mit dem gefickt. Ich habe dem eine Nutte mitgebracht. Du erinnerst dich doch sowieso nicht daran, was letzte Woche passiert ist. Also hör doch gefälligst auf das, was ich sage. Du hast mit dem Typen gefickt. Also, meine Aufnahme, die auf meinem Computer liegt, sagt was anderes.
Du hast sie gar nicht gehört. Hättest. Ich kann sie jetzt anmachen, wenn ihr das wollt. Dann hören wir uns jetzt die letzten paar Stunden nochmal an. Du bist transsexuell und hast dich, wie hast du dich genannt? War das Ashley? Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Sapphire. Nee, so hieß sie nicht. Tiffany? Nein. Ich meine irgendwas mit Ashley oder irgendwas mit A. Cindy? Nein. Nee, Cindy nicht. Ich glaube Ashley, aber es spielt auch überhaupt keine Rolle. Es kann auch sein, dass ich voll falsch liege. Ich glaube, es war vermutlich Destiny, oder? Nee. Destiny. Aber wir haben ja eine geile Community. Die kann uns das sagen. Ja, du bist der Nächste, der heute noch eine Schelle kassieren will, oder wie sehe ich das? Wenn ihr wisst, wie die nette Dame hieß, schreibt's in die Kommentare. Und gebt uns ein Like. Das hilft unserem Kanal wirklich unglaublich. Oh, dieser aggressive Unterton macht Spaß. Abonniert uns natürlich auch, liked uns bei Facebook und holt uns einen runter. Immer unter der Voraussetzung, dass ihr hübsche Frauen seid. Ich bin nicht wählerisch. Schon. Nee. Aber man kann es ja mal versuchen. Ja, auf YouTube, glaube ich, ist die Statistik so, da steht das aus irgendeinem Grund da, dass irgendwie 89% der Abonnenten zumindest Männer sind. Da wirst du echt, das ist, das sind immerhin 10% Frauen. Ja, das sind sogar 11% Frauen. Da, 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 aber da kann man quasi, ne, da wir mehr als 10 Zuhörer haben, kann man davon ausgehen, dass wir, okay, also Flummi und wen noch? Da, 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 Edge. Also, nachdem Snowcat sich als Ashley ausgab und dem Typen seinen Hinterteil präsentierte, welches er mit Freude annahm. Ich glaube, sie will dir keinen runterholen. Das kann ich auch verstehen. Aber ist doch so netter. Das so stimmt. Ein kleiner Penis, der macht keine Arbeit. Scheiße, der war gut. Kriegst du Edge zurück, Spielleiter. Ah, sehr gut. Von Aesterglanz lernen heißt siegen lernen. Mann, ich wollte gerade was erwidern, dann kommst du mit so einem geilen Spruch um die Ecke. Das ist ja. Du meinst also, wenn wir das nächste Mal jemanden verhören, kann ich dann auch einfach sagen, warum wir immer so viel arbeiten? Man kann doch auch einfach mal ein paar Eier braten. Entschuldigung, das war jetzt nicht mehr so witzig, aber das Gefühl. Wir essen Eier, ja, ne? Genau. Und dann sagt Kaban, keine Eier. Eier nur von freilaufenden Hühnern. Dieser scheiß Öko schon wieder, echt? Ja. Ihr macht euch ewig über den Öko-Hipster lustig und dann ist er selber einer. Und? Man muss ja auch mal dazu stehen. Man kann man machen. Ist möglich. Ihr müsst wissen, Deli läuft auch immer gekleidet in einem Anzug aus Jutebeuteln durch die Gegend. Alter. Ein Anzug genäht aus Jutebeuteln. Und aber oben drauf steht Ultra Hipster. Deswegen habe ich ein iPhone. Ne? Ja, das gehört dazu. Und eine riesen Sonnenbrille. Das versteckst du dir in der Hipster-Friese. Da passt das ja. iPhone rein. Oder du tust es in einen der vielen Jutebeutel. Die Jute-Jutenbeutel. Die Juten-Jutebeutel. Da kannst du wenigstens noch sagen, es ist praktisch. Und überall steht dann halt Fairtrade, ne, und so weiter, gibt Kinderarbeit drauf. Die White Russians haben nichts gegen Hipster. Oder und gegen nichts Kinderarbeit. Gegen Kinderarbeit. Danke. Wenigstens einer, der mitdenkt. Das ist ja auch viel angenehmer, wenn Kinder das machen. Die kommen mit ihren kleinen Händen viel besser in die kleinen Gehäuse. Und dann nerven die nicht die ganze Zeit. Ja. Sonst rennen die rum, schreien im Supermarkt durch die Gegend. So sind die beschäftigt. Mit die haben was Arbeit zu tun und die machen was. Die sind produktiv. Ja. Guck mal nach hier, Deutschland. Überall sitzen sie lungern da in diesen Kitas rum. Nein, zack, ab in die Fabrik, können wir arbeiten. Läuft doch. Ja. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Wupp, wupp. Bei diesem Intro oder was auch immer das wird, kommen dann bestimmt ganz viele hat er nicht gesagt. Das hatten wir. Achso, ja, das könnte ich tatsächlich einfach einbauen, alle 2 Sekunden. Hat er nicht gesagt. Einfach um das ganze andere Zeug rauszupiepen. Hat er nicht gesagt. Nee, das wird alles nicht rausgepiept, da sehe ich überhaupt keinen Grund. Juhu! Man kann ja auch mal zu seiner Meinung stehen, also meiner Meinung. Gegen Zensur am Arbeitsplatz.
Was? Übrigens, ich werde das immer noch nicht ausmachen, ne? Ich erwarte immer noch eine Zusammenfassung. Das ist jetzt meine Züchtigung. Alter Mann, ja, Kaban war im Knast und hat seine. Als Gast. So, ich habe da quasi den Auftrag angenommen, den komischen Typen da zu abzuservieren und habe mir da dann daraus einen Spaß gemacht, den zu erschießen. Und dann habe ich Informationen gekriegt. Und dann wollte man Fedor. Er hat Gunfist getötet. So, das war doch ganz leicht und es hat Spaß gemacht. Nein, niemand mag ihn. Das mindestens 12 Minuten. Er hat Gunfist getötet. Ja, und? Ja, ist okay. Das war nur, das wolltest du nochmal betonen. Okay, gut. Weil Gunfist so viele Fans hat. Pff, also ich weiß überhaupt nicht, wen ich als erstes und am meisten von euch beiden verprügeln soll heute, echt? Also Gunfist war eigentlich immer einer meiner Lieblings-NPCs. Ja. Ja, Gunfist war auch cool, aber ich wollte... Da muss er einfach mal durch jetzt. Da muss er durch. Das Ende einer Ära. Das Ding ist ja, ich wusste, dass ich Gunfist nie wieder für irgendwas gebrauchen kann oder benutzen kann. So, ich habe ihn ja schon overused. Und wenn er sterben muss, dann halt so ein Shadowrun-Tod, so einen einfachen, dummen Scheiß, wurde betrogen und in der Gasse abgeknallt. Das sind mir die liebsten Tote. So habe ich übrigens auch vor, wenn wir irgendwann mal so weit kommen, euch zu töten. Jetzt hast du gespoilert. Der epische Tod irgendwie auf dem Berg und gegen 5000 Nazgul kämpfen und dann noch... Da kommen ja auch die Riesenadler, das kannst du ja auch nicht machen. Ja, stimmt. Das Kind in Vulkan schmeißen oder so? Nein, einfach überfallen, zack, tot. Gibt's nicht. Mich retten immer die Riesenadler, das hast du wenn mir versprochen. Wir aber mal, ja, aber wenn wir... Riesenadler. Die Runde beenden und ihr neue Charaktere wollt. Riesenadler. Das machen wir einfach 5-mal hintereinander, dann hast du kein Edge mehr, das du verbringen kannst. So viele die Riesenadler haben doch einen ewigen Cooldown. Hast du mal diesen Film geguckt? Natürlich habe ich diesen Film geguckt. Die sind also, nur ganz einmal ehrlich, hätten pro sie Film vorher ready. Gerufen, dann, ne? Hätten sie den ganzen scheiß Weg sparen können, aber nein. Nee, geht nicht. Die Cooldown, Junge. Mitdenken. So, viel Spaß und bleib geil. User in your channel started recording. Aufnehmen. So macht dann, ich negiere alles, was der blöde, beschissene Spielleiter mit der geplatzten Vene am Kopf gerade gesagt hat. Der hat euch nicht das Ende verraten. Genau, nur weil er das Buch von, die Script von Malachim rückwärts liest. Das war nicht das Ende. Er hat sich nur wieder vertan in der Seite. Genau. Er kriegt's einfach nicht hin, weil er den ganzen Tag auf Drogen ist. Ja, das finde ich eine ganz schöne und coole Anschuldigung, ja. Zieh deine Jutebeutel aus und fang an. Womit denn anfangen? Ihr seid doch, glaube ich, am Zug, oder? Ihr müsst doch irgendwas machen. Was wir machen wollten. Jo! Alles klar! Zum Glück haben wir ja ein Intro gemacht! Ne, ich weiß nicht mehr, wo waren wir denn letztes Mal stehen geblieben? Ich weiß, was wir gemacht haben, aber ich weiß nicht mehr, was wir machen wollten. Es rastet viel zu gut aus. Ich habe heute tatsächlich eine Menge Spaß. Achso, ich habe den Kitchen-Schlemmel gefunden. Hat gerade jemand Waldmeister gesagt? Ja. Alles klar. Das könnt ihr jetzt nicht machen. Warum nicht? Ich habe meine Cola aufgetrunken und, ja, und der Captain Morgan ist noch unten. Wie unten? Ja, im Auto. Und meine Cola ist leer. Das geht noch nicht. Dann trinkst du den scheiß Captain Morgan im Pool, du Affe. Ja, dann muss ich aber runterlaufen. Ja, dann rennst du jetzt kurz runter. Dann kann ich mir noch Kaffee kochen. Kaffee? Ja, Tee. Ha, man könnte sich den Rum in den schwarzen Tee machen. Du könntest den Grog machen. Ein Grog, ja. Nee, das knallt schon wieder so sehr. Aber ich hab was knallt? Ja, Junge, du holst dir jetzt deinen scheiß Captain Morgan und dann geht's los. Renn jetzt, oh, lauf, los! Ich guck mal, ob ich noch anders. Hast du jetzt endlich was zu saufen, du hässliches Schwein? Wir haben jetzt angefangen. Lass mich in Ruhe. Wir haben jetzt angefangen. Das geht doch alles von unserer Aufnahmezeit los. Ja, und wenn wir lange du jetzt rumdiskutierst. Na gut. So, was will er jetzt trinken? Captain Morgan. Das klingt vernünftig. Ist das okay, wenn ich Johnny Walker trinke anstatt. Du darfst auch, ja. Ja. Du langes Shepard. So. Waldmeister, ahoi. Ahoi. Wieso trinkt ihr eigentlich Waldmeister, während ich was harte Alkohol trinke? Du weißt ja auch nicht, wie hart der ist. Der schmeckt so lecker, ich habe direkt keinen Speichel mehr. Ich kann dir sagen, warum ich das trinke. Hat sie nicht gesagt. Jetzt muss ich es rausschneiden, na toll. Ja.
Hättest du sowieso gedurft. Ja. Na dann. Fangen wir jetzt an, oder was? Wir haben es jetzt 9:30. Ich finde, das ist eine gute Zeit zum Anfang. Bevor ich gleich völlig raus bin aus dem Leben. Hat er nicht gesagt. Dafür darfst du mich dann irgendwann Frau Dr. Flummi nennen. Ich freue mich ehrlich gesagt schon sehr auf diesen Moment. Ich werde das auch einfach bis zum Ende durchziehen. Ja, aber Frau Doktor. Prost übrigens. Prost. Mein Glas ist leer. Da habe ich mir einfach ins Bein geschossen, um zu gucken, ob es wirklich weh tut, Junge. Ja. Und dann musste ich das mit dem anderen Bein reparieren. Nur mal nachgucken, ob es wirklich so ist. Ich kann noch nicht so gehoben sprechen wie du. Warum nicht? Weil ich Alkohol im Blut habe. Oh, das geht aber ganz schön schnell bei euch. Juh. Ist der Finger oben, wird man dich loben. Das kommen jetzt die SpongeBob-Zitate. Ja, und Finger weg vom Alkohol. Weißt du? Trink mehr. Wenn du nämlich den einen Finger nach oben... Wir müssen auf. Ich hab das verstanden. Gut. Ich kenn das. So. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Jetzt weiß ich endlich, was mit dem ganzen Typen in der Politik los ist, die einen Doktor haben. Ach, die machen ja keinen naturwissenschaftlichen Doktor, die machen ja einen scheiß sozialwissenschaftlichen Doktor oder Politikwissenschaften oder irgendwie so einen Rotz. Die meisten. Ja, und dann schreiben sie ab, weil sie völlig doof sind, den ganzen Tag. So. Ach genau, wir wollten zwei Typen finden. Du wusstest, dass der eine Kurier bei Rabutnik arbeitet. Du hattest eine Telefonnummer und du wusstest auch, was du sagen musst, damit du den kriegst. Und diesen Dr. Phil, oder wie er hieß, doch, ich glaube, der hieß so. Dr. Phil, ja. Genau, für den hat er angeblich gearbeitet. Da hieß es erst, er soll angeblich was mit dem Polen zu tun haben. Dann ja, hat zum Glück haben wir das nicht alles im Intro geklärt. Genau, dann hat Jojo, das haben wir im Intro nicht gesagt. Dann hat Jojo dir jetzt ein bisschen was von Polen erzählt, unter der Prämisse, dass du nie ein Wort über deine Lippen kommt, ansonsten kriegt sie ein ernsthaftes Problem und du auch. Und hat dir gesagt, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass dieser Typ was mit dem Polen zu tun hat, weil er sonst eigentlich eine relativ große oder weil er sonst irgendwie eine Nummer im Waffengeschäft wäre, von der sie bestimmt schon mal gehört hätte. Mhm. Ja. Okay. Und das hat sie aber nicht. Und dass der Pole wohl auch eher keine geeignete Verteilerstelle für dich ist, weil er Waffen ohnehin nur ins Ausland verkauft und nicht nach Russland. Sodass der die Typen wahrscheinlich nicht beliefert. Sehr gut. Ja. Amnesie überwunden. Ja. Gut. Ich weiß nicht, du wolltest wahrscheinlich irgendwann mal diesen Typen anrufen oder so. Ich weiß nicht genau, wie du das machen wolltest. Ich habe auch keine Ahnung. Ich wollte den Typen anrufen. Das ist ein guter Plan. Und über den kommt man vielleicht an den anderen ran. Und da hieß es nämlich, dass der vielleicht auch nur, also dass dieser Dr. Phil sich auch nur um die Infrarotfarbe für den Knast gekümmert hat. Er muss also nicht mal direkt irgendwas gemacht haben, sondern vielleicht hat er auch wirklich, ist er nur ein Schieber. Also er soll wohl ein Schieber sein. Schieber genau. Und Taylor, glaube ich, weiß nicht mehr genau. Oder Sheila und Johnson, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas. Und wie gesagt, vielleicht hat er auch nur diese Infrarotfarbe in den Knast geliefert, weil ein paar Typen vor nicht allzu langer Zeit im Knast waren. Von den Typen. Also von denen, die du suchst. Genau. Ach, ich bin so gut. So, du darfst jetzt überlegen, was du tust. Jojo ist sowieso nicht da. Jojo wohnt jetzt im Ganghaus. Ja, das hattest du schon erwähnt, dass du das tust. Ja, aber wir rekapitulierten ja die letzte Folge nochmal kurz. Das haben wir im Intro nicht gemacht. Ach so, ja. Deswegen wolltest du den Typen anrufen, so. Genau, ist der Spieler denn da? Ja, ich glaube schon. Ja, ja. Der Spieler ist da, ja, dann klingelt doch sein Telefon. Und ich weiß genau, was ich sagen muss. Was muss ich mir nochmal sagen? Ich habe die größten Kakerlaken in der ganzen Moskau oder sowas. Du sollst einfach direkt nach Nikolai Dwerkow fragen. Also, du rufst an. Rabunikär, Schädlingsbekämpfung. Hier ist Arya Dwerkow im Apparat. Was kann ich für Sie tun? Ja, du, ich brauche den Nikolai, ich habe hier voll die riesen Kakerlaken. Hier ist meine Adresse. Ich gebe dir meine Adresse. Mhm. Ja, Johnson, Herr Dwerkow.
Ja, natürlich. Herr Twerkow wird gegen 17 Uhr bei Ihnen sein. Kann ich ihm noch irgendetwas sagen, außer über die Riesenkakerlaken? Okay, was, war der Typ? Oh, der war der Typ war der Kurier, ne? Ja, ja. Ich bin gerade echt ein bisschen durch. Ich habe immerhin gerade ein halbes Glas Schnaps hier getrunken. Nee, ich bin ja vorher schon durch gewesen. Nö, das kläre ich dann alles mit dem. So, fertig. Natürlich. Piep! Er braucht nichts wissen. Ja. Warum war Jojo nicht dabei? Wir sind doch gerade also zuletzt wart ihr noch zusammen. Eben. Hä? Ja. Ja, ihr habt euch am letzten Spielabend gegen Ende hin zusammen befunden. Achso, ich dachte, wir hätten uns wieder verabschiedet. Okay. Es war ramontisch, also. Es war ramontisch? Naja, aber natürlich war das ramontisch. Jojo wir waren zusammen sich an Kaban. Alter, ich hab eine Freundin. Lass mich nicht machen. Das kannst du dir nicht, Alter. Bin ich voll treu. Wenn die heute das rauskriegt, ich schwör. Ist nicht gut. Mann. Was an? Dieser Dialekt. Das ist doch immer so, die kommen doch immer alle angekrochen, wenn man in festen Händen ist. Das stimmt. Ja. Also, ich habe dem quasi eine Adresse gegeben, da können wir uns ja gleich mit dem treffen. Achso. Was hast du dazu? Ja, du hast, welche Adresse hast du dem gegeben? Ich habe dem eine Adresse in, eine random Adresse quasi, also irgendwo eine Adresse von einem leeren stehenden Haus, das ich kenne. Ah. Und da willst du dann einsacken, oder was? Da will ich mit dem reden. Ach so. Willst du erstmal mit Geld probieren, oder, Ja, so war der Plan. Ich weiß ja nicht, was da der Plan war. Man kann doch nicht einfach random irgendwelche Leute erschießen. Ja, es ist tendenziell richtig. Ich frage ja nur. Ich wollte es ja nur wissen. Naja, erstmal mit Geld. Mit lieben Worten und Geld. Okay. Die Frage ist doch auch, was will ich von dem wissen? Also ich will wissen, wo er die Farbe her hat, richtig? Die er da reingeliefert hat und was er noch da reingeliefert hat. Du willst vielleicht auch einfach wissen, wo du diesen scheiß Schieber findest. Ja, yep, genau. Weil der möglicherweise irgendwie damit zu tun haben könnte. Oder zumindest weiß, wie er an die Typen rankommt oder wie der mehr dazu sagen kann oder alles Mögliche. Also wenn der für die Farbe da reinliefert, vielleicht, wenn es überhaupt für die war, dann, ne? Eben. Gut, wir begeben uns zu dieser Adresse. Ach so, brauchst du dafür meine Hilfe oder willst du das alleine machen? Du kannst ruhig mitkommen. Vielleicht kannst du ja gucken, ob er lügt. Boah. Du kannst es doch in seiner Aura sehen, oder nicht? Nee, nicht direkt. Wie nicht direkt? Na, warum euch Aura? Es gibt andere Möglichkeiten dafür. Kannst du das? Ja. Na dann, ist doch eine gute Idee. Das ist nicht schwierig. Und ich mach damit nichts quasi. Ich erkenne nur, ob er die Wahrheit sagt oder nicht, aber nicht was. Also insofern ist es egal. Na dann. Wenn du darauf, wenn du meinst, dass du das kannst, dann wäre das cool, wenn du das machen würdest. Okay. Ja. Gut, wir begeben alles uns gut zu dieser Adresse. Dieser Abend überfordert mich irgendwie gerade ein bisschen. Ja. Ne, habe ich gehört, du musst vielleicht noch mal kurz. Mal kurz, ich trinke noch ein bisschen was. Ja, ja, ja. Ich bin echt nicht in der Stimmung für den harten Schnaps. Dann trink doch den weichen, der sich zart um deinen Gaumen schmiegt. Ich habe keinen weichen Schnaps zu Hause. Was ist denn mit dem Eierlikör, den ich dir geschenkt habe? Ich habe keinen Eierlikör von dir. Achso. Ja, habe ich das nur geträumt. Ich hätte aber noch irgendwo hier einen Pflaumenschnaps von meinem Chef, weil der den nicht trinkt. Nimmst du den? Der ist weniger hart, ja? Ja, das war ein Werbegeschenk, der muss gut sein. Der muss richtig, ja. Ansonsten habe ich noch Kalua und Das ist doch was Mildes, ein kleiner White Russian. Ich habe aber keine Milch, außerdem vertrage ich hier nicht so viel Milch. Kleiner Black Russian. Einfach Kalua. Nee, Kalua mit Wodka ist Black Russian. Achso. Also gut, ihr kommt da an. Ja. Krasse Scheiße.
Ich bin nicht maskiert oder irgendwie sowas. Das ist ein bisschen schlecht. Du bist nicht maskiert. Aber keine Angst, Carmen ist auch nicht maskiert. Richtig. Ah. Stell mich einfach hinter die Scheibe. Die sollen ja auch schließlich wissen, wer sie trifft. Und wer sie jagt. Hä? Es jagt sie doch niemand. Genau. Niemand jagt diese blöden Idioten. So, kriegen wir schon hin. So, du erzählst erstmal mit ihm, du kannst mir ja dann eine Nachricht schreiben, wenn du mich wirklich brauchst. Vielleicht sagt er auch was. Jo, mal gucken. Ja, ich pflanze mich da mal hin. Gut. Du bekommst einen Anruf. Ach nein, warte. Verzeih. Was für eine Nummer ist das? Das ist die Nummer von Rabutnikia Schädlingsbekämpfung. Ah, ja. Guten Tag, wir haben uns nochmal rückversichert mit Ihrer Persona und der Ort, den Sie angegeben haben. Das ist ein leerstehendes Gebäude und Sie sind nicht als Besitzer eingetragen. Deswegen, ich glaube, Sie haben sich vielleicht eine Adresse gehört. Können Sie uns einen anderen Ort nennen? Hier sind diese Riesenratten, die müssen hier weg. Das ist durchaus richtig, aber wir können nur Aufträge von dem Besitzer oder Mieter entgegennehmen und Sie sind offenbar nicht als eins von beiden eingetragen. Das ist nicht so schön. Ich muss sie hier wegkriegen. Sie wurden mir empfohlen. Und da hat man mir gesagt, wenn ich sie anrufe und... Es tut mir sehr leid, aber wir müssen natürlich sicher gehen, dass wir in irgendeiner Form bezahlt werden und oder rechtliche Handhabe haben, falls das jemand nicht tut. Deswegen können wir natürlich nur Aufträge vom Mieter oder Besitzer dieser Immobilie entgegennehmen. Soll ich Vorkasse leisten? Es tut mir sehr leid, wir können Vorkasse zurzeit nicht entgegennehmen. Okay, ich komme bei Ihrem Mitarbeiter vorbei und bespreche das Ganze dann mit ihm. Ich sehe nicht, wie uns das weiterhilft, da wir ja irgendwo den Auftrag führen müssen und wir dann einfach keinen Rechten oder keinen Besitzer oder keinen Mieter haben. Es tut mir sehr leid, sie sind einfach keine... Partner, kein Kunde, den wir diesbezüglich irgendwie eintragen können. Na dann. Es tut mir sehr leid, Sie enttäuschen zu müssen. Sollten Sie jemals einen anderen Auftrag haben, werden wir selbstverständlich gerne diesem Auftrag nachkommen. Auf Wiedersehen. Piep. Schöne KI. Ja, ja. Wieso ist das eine KI? Die Leute sind einfach unter Drogen gesetzt und so getrimmt, so zu sprechen. So eine pseudo-angenehme, beruhigende Stimme. OT, was habe ich an der Begrüßung falsch gemacht? Du hast an der Begrüßung gar nichts falsch gemacht, nur die haben einfach mal kurz gegengecheckt, ob du in einem Haus bist oder dir das Haus gehört, und das war nicht der Fall. Ja, aber niemand bestellt diesen Typen zu sich nach Hause. Der Typ macht das ja schließlich unter der Hand. Zur Not bringen jemand anderen dazu, den für dich anzurufen. Na gut, ich könnte einen Schieber fragen. Du musst keinen Schieber fragen, du kannst einfach irgendeinen Typen fragen, der so aussieht, als ob er einfach mal überhaupt, also als ob er relativ wenig Kohle hätte und Geld braucht. Du nimmst dem Huni in die Hand und lässt ihn den Typen anrufen. Ja, ich gehe ein paar Meter weiter zum nächsten Haus und guck mal, ob da jemand wohnt. In der Bruchbude. Ja. Gut. Wie viel dieser da, da wohnt Iva Kräuterhexe. Gut. Andere Namen? Es gibt verschiedene Nachnamen, ja. Gut, ich will keine Magierin. Niemand will eine Magierin. Eben, Magierinnen sind scheiße. Guckt einer irgendwie völlig weltverloren aus dem Fenster oder sowas? Nee. Was ist das denn für ein Slum, wo die Leute nicht mal aus dem Fenster gucken? Wenn sie sich mal trauen, aus dem Fenster zu gucken, dann ist es erst ein richtiger Slum. Oder wenn sie keinen Grund sehen. Ich meine, was gibt's denn da zu sehen? Die Straße. Wow. Viel besser als Smog in dein Haus und du kannst dich nicht mal mehr betäuben mit AR oder sowas. Das ist ja echt viel scheiße. Besser als der kaputte Tritt. Naja, aber mit dem kannst du dich wenigstens halbwegs betäuben oder mit BTLs oder so. Ja. Du musst ja nicht einfach den Smog in dein Haus lassen. Also, ich mach mal die Tür auf, weil die ist bestimmt nicht abgeschlossen in dieser Scheißgegend. Jetzt nicht mehr, sag ich mal. Ah.
Liegt da irgendjemand im Gang rum oder so? Nee. Mann, wo bin ich denn hier gelandet? Nicht mal jemand liegt im Gang. Wir haben extra Ordnung gemacht. Die haben die Hausordnung gemacht. Sehr gut. Ich klopf mal an der nächsten Tür. Wo ich Stimmen oder sowas höre. Jo. Wenig später kommt so ein Typ. Hier heißt gleich Women Beater und läuft. Schlüpfer. Macht die Tür auf. Er hat eine schöne Wampe, ein Goldkettchen. Ja, was willst du denn jetzt? Ich? Ich wollte jemanden hier hinbestellen, nur das Problem ist, ich muss Mieter sein hier. Du bist doch hier Mieter. Kannst du den Typen anrufen und den hier bestellen, Alter? Aus Gründen. Die. Wen du hier hinbestellen willst, Alter? Einen Bekannten. Ja, bestell ihn doch zu dir, da bist du behindert. Ich geb dir 100 Milliarden, du rufst diese Nummer an und sagst, jetzt brauchst du einen Kammerjäger. Ja, willst du sagen, meine Bude ist dreckig oder was, du Scheißwichser? Nein, aber du würdest 100 Milliarden kriegen. Damit irgendein Typ hierher kommt und in meine Bude reinmarschiert und dann nicht, irgendwie... der soll nicht in deine Bude reinmarschieren. Du gibst mir 100 Milliarden, damit du irgendeinen Typ mir abstichst, der zu mir kommt oder was. Und ich bin dann der Typ, der angerufen hat, oder wie soll ich das verstehen? Verpiss dich, Alter. Tür zu. Der Typ war noch nicht genug auf Droge. Braucht jemand anders, der nicht so klar überlegt. Seine Argumentation hatte nämlich durchaus Hand und Fuß. Hand und Fuß? Aber ohne Arme. Ja, Mann, ich würde auch niemanden anrufen. Ich würde auch niemanden für so einen scheiß Pisser anrufen, der einfach vor meiner Tür steht. Ja, das ist, also ich würde das machen, aber ich bin ja auch ein sehr hilfsbereiter Mensch. Nee, du bist einfach nur arm und brauchst nur annullieren. Hey. So. Gehst zum nächsten, sagst du. Ja, ich bin da jetzt einfach mal kreativ los. Juri, hörst ein paar Schritte in der Tür. Wer ist da? Mein Name ist Johansson. Ich kenn keinen Johansson. Ich bin hier, weil Sie heute richtig Glück haben und Sie können nämlich 100 Nuyen kriegen. 100 Nuyen? Wie denn das? Indem Sie mal kurz einmal mit einem Bekannten von mir telefonieren, als Telefonstreich. Ich weiß ja nicht, was ist denn das für ein Streich? Na, er arbeitet bei einer Schädlingsentsorgung und, naja, ich würde ihn gerne einfach hier hinbestellen und ihn dann einfach hier überraschen. Das ist aber ein schlechter Streich. Naja, aber er wird sich ziemlich wundern. Wir haben uns schon seit einer langen Zeit nicht mehr gesehen. Ich weiß ja nicht, junger Mann. Zeig mir mal doch hier 100 überreden und Charisma. Ach so, daran bin ich gut. Ich kann das. Was hatte ich da drin nochmal? Nichts. Dann stoppt das so, Charisma minus 1. Dann habe ich da richtig viele Würfel. Warte, ich habe meinen Charakterbogen gleich offen. Bin vorbereitet. So. Das ist wahrscheinlich überreden. Ne? Überreden. Niemand hat überreden. Haha, 2 Erfolge. Bitches. Das waren ja aber nur 2 Würfel. Ja. Gibt's nicht eine Regel dagegen? Nein. Mein Limit ist höher als 2. Soll ich das mal probieren? Dann kommt bestimmt ein kritischer Patzer. Mach mal, einfach, zeig mal her. Soll ich Charisma und überreden würfeln oder 2 Würfel? Nee, du sollst nur mal 2 Würfel würfeln. Jo, Körper, das ist ein Hacker. Und du auch. Na. Und was soll ich dem dann sagen, ihrem Bekannten? Ich nenne ihr den Namen von dem Bekannten, ne? Und dass sie den halt hier hinhaben wollen. Und dass sie hier ganz große Kakerlaken waren, das glaube ich. Ja, ganz große Kakerlaken, die haben. Möchten Sie vielleicht reinkommen? Gerne. So, sie macht die Tür auf. Oma Trude, selbstverständlich. Sehr gut. Wird dir die Tür öffnen, wird dich dann reinbitten, dir zeigen, wo du dein Jäckchen aufhängen kannst und die Schuhe auszuziehen hast. Dann wird sie dir einen Kaffee kochen. Und ist das ein genießbarer Kaffee? Ich sag mal, wenn du auf der Zollmaschine auf andrückst, kannst du im Wesentlichen wenig falsch machen. Okay, das geht.
Dann würdest du dir Butterkekse hinstellen. Sind die noch erträglich oder sind die schon abgelaufen? Butterkekse können nicht ablaufen, oder? Das kennst meine Oma nicht. 2080 läuft sowas nicht mehr ab. Okay. Es läuft erst ab, wenn du schon tot bist. Das denkt man von den Butterkeksen meiner Oma auch. Allerdings hat sie die bis dato noch überlebt. Mensch, Junge, die sie kann sich vielleicht nicht mehr dran erinnern. 33, aber... Die sind doch noch richtig lecker. Ja, so ungefähr. Nee, die sind noch okay. Von Brand meinst du? Sehr gut. Ich werde deliziös einen dinieren quasi. Mit Wonne, das ist total lecker. Das ist richtig. Sie geht dann kurz in die Küche. Jojo trinkt irgendwo einen Kaffee. Nee. Jo, du bist abgestochen. Also. Sehr gut. Ich verbringe kein Edge mehr, jetzt nicht mehr. Das war mir zu blöd. Man sieht einfach nur noch, wie riesige Adler vorbeifliegen. Richtig. Ach. Again. Ein Schrei zerreißt die nachmittägliche Stille der Großstadt. Der Pigeon-Schemen hat Kollegen. Judy, sie ruft dann an und kommt sie wenig später wieder. Die haben mir gesagt, das kostet aber sehr viel Geld. Ja, das übernehme ich. Aha, na gut. Dann geben sie mal her schon, ja? Was haben die denn gesagt, was das kostet? 400 Nuyen kosten Voranschlag. Alter, diese Abzocker. Ich gebe ihr 500 Nuyen. Verdammte Seuche. Der Typ ist wahrscheinlich voll der Idiot und kommt gar nicht. Oder ist ein anderer. Das ist ja ziemlich gut. Ja, sie nimmt das natürlich gern entgegen und steckt es dann in ihr Comlink offenbar, um die Überweisung vorzunehmen. Sehr gut. Dann war das so ein bisschen. Dann klopft es. Und vor der Tür steht der Straßenkreuzer. Das ist also ein voluminöser Typ. Er hat nicht die bekannte Einfaltenwampe, sondern der hat so eine viele Faltenwampe, ne? Das ist ja sehr wichtig in der Unterscheidung. Und stinkt nach seinem Beruf, also hauptsächlich Insektiziden und Pestiziden und so ein Gedöns. Und hat ansonsten halt Arbeitskleidung an. Wird dann natürlich von der Frau reingelassen. Die dann sagt, Streich! Hey, Straßenkreuzer, moin! Na, altes Haus, schon lange nicht mehr gesehen. Ja, wer bist du denn? Kaban, lass uns doch mal rausgehen reden. Ja, da bekomme ich aber hier jetzt noch 500 Yen, ne? Kriegst du gleich sofort. Ja, gut, alles klar. Geht dann mit dir raus. Sehr gut. Du sag mal. Du hast letztens ein paar Erledigungen gemacht. Für, wie ist der Typ nochmal? Filfil. Weißt du, wo ich den aufschreiben kann? Bitte wen? Dr. Filfil. Bitte wen? Wo, erstmal hier das Geld jetzt, bitte. Ich habe ihn doch schon in der Hand. Achso, na dann zeig mal her. Ich gebe ihm quasi den Credstick. Jo, danke. Also, wen meinst du jetzt? Dr. Filfil. Und wer soll das sein? Du hast von ihm ein Paket gekriegt, das in einen zu einem Knast gebracht. Was will ich denn im Knast? Das ist eine sehr gute Frage. Und warum soll ich denn Pakete bringen, Junge? Weil das dein Job ist? Nee, da hast du falsch verstanden. Ich mach Viehzeug weg. Ratten, Teufelsratten. Sagst du Jojo eigentlich Bescheid? Ja, Entschuldigung. Okay, dann würde sie nämlich mal glatt... Deswegen, ich laufe dir auch schon entgegen und so mit ihm. Tauben, Kakerlaken... Na, Jojo sitzt ja irgendwo und trinkt Kaffee, also sie ist da quasi einer von vielen. Köter... Ich meine jetzt deinen anderen Job. Ja, bist du blöd, Alter? Ich hab nur den einen. Genau wie ich. Ja, ist ja schön für dich. Man kriegt nicht leichte Arbeit. Das ist richtig. Aber sag mal, hast du mich jetzt echt hierher bestellt, damit ich nur mit dir quatsche, weil das ist ja echt ganz schön teuer. Das ist richtig. Ja, ich dachte, ich soll irgendwie die dicksten Kakerlaken der Welt auspacken oder keine Ahnung. Ja, und du sollst aber auch diese Fragen beantworten.
Ja, aber das ist ja nicht mein Beruf, verstehst du? Ich schreibe Juju mal an, guck mal, ob der lügt. Oh, das wird jetzt spaßig. Sag mal, wie hoch hast du denn Wahrnehmungsmagie? Auf null sehe ich. Also hast du einen Würfel. Darf ich zuerst würfeln, um zu sehen, ob er widersteht? Ich mach das mal. Er weiß doch nicht, dass er bezaubert wird. Das ist völlig irrelevant. Ich denke, du kannst das nicht bewältigen. Schade. Kritischer Patzer, es passiert irgendwas. Alles klar, Jutti. Ich sollte für dich würfeln? Stimmt. Oh Mann, nein. So. Kritischer Patzer, mach doch bitte erstmal deinen Entzugswurf. 8 Würfel bitte, Kaban. Ich habe keinen Entzug. Das ist ganz ausgezeichnet. Du merkst, dass der Zauber schief geht. Okay. Die schreibt es Kaban, dass es nicht geklappt hat. Okay. Sehe ich davon irgendwas? Nee, da sieht man gar nichts. Okay, sehr gut. Dann ist ja alles easy. Dann ist der einfach nur nicht erfolgreich gewesen. Na, läuft doch. Ja. Ich will nicht wissen, welche Schule ich gerade in die Luft gejagt habe. Ja. Es kommt gleich wirklich ein Pitch and Shame vorbei. Ey. Ich gebe dir nicht umsonst 1000 Nuyen, damit du hier mit mir Dünnschluss erzählst. Also. Sie guckt sich den Typen trotzdem mal an, ob sie... Du kannst auch gerne nochmal Menschenkenntnis würfeln. Oder nein, überreden und Intuition ist das. Wer, ich oder er? Ich. Du, ihr könnt das beide machen, aber ich rechne dir irgendwie höhere Erfolgschancen aus, weil du diesen Skill ja tatsächlich hast. Aber gern beide. Intuition und Überreden, das sind 6 Würfel, Kaban, viel Spaß. Oder warte mal. Ha, warte mal. Doch, Überreden habe ich auf 2, okay. Mit Komma kann ich die Dinger trennen, oder? Ja. Die 2 Würfel? Also, du sagtest 6, ne? Ja. Cool. Okay, willst du wirklich, dass ich die ganze Zeit für dich würfel? Wieso? Das ist doch dein Wurf. Das ist dein schlechte. Aber ich habe jetzt. Das ist dein erster kritischer Patzer überhaupt, glaube ich. Ja, stimmt. Also. Jojo. Wie saugt mir das Glück raus? Sehr verwundert. Das ist eine schöne Ansage. Sehr verwundert und etwas irritiert von Kabans Gebaren. Kaban, also. Wie soll ich das denn mal formulieren? Der Typ ist das durchtriebenste Arschloch, was du je gesehen hast, mit der Ausnahme von Matrioschka. Ist okay. Weißt du, der ist so frech, weil er immer damit durchkommt, dass er denkt, der kann dich hier verarschen, der kleine Pisser. Ist okay, ist völlig in Ordnung. Ich gehe ja mit dem weiter, ich gehe ja ein bisschen mit dem spazieren. Jojo sagt übrigens währenddessen, der weiß nix. Schick mir mal ein Bild von dem. Ich schicke dir ein Bild und ich glaube, der verheimlicht mir was. Bleib erstmal ruhig, ich kontaktiere mal Sascha. Jojo ruft Sascha an. Ja, okay. Was los? Hi. Wir haben ja heute Morgen miteinander kurz gequatscht. Mhm. Quasi. Ja, ich erinnere mich. Du erinnerst dich, das ist gut. Ist das hier der Typ? Ja. Okay, und wieso hat er keine Ahnung, wovon er redet? Hat er irgendein Special Codewort oder irgendwas anderes? Nee. Also, Mann, wie war denn das? Mein üblicher Kurier ist ausgefallen. Ich habe ihn gefragt, wer noch ginge. Da hat er mir den genannt. Und das, was ich euch gesagt habe, hier anrufen, seinen Namen sagen, die geilsten Kakerlaken von ganz Novosibirsk, was weiß ich. Und irgendwas in der Richtung halt. Die geilsten Kakerlaken von ganz Novosibirsk? Nein, so speziell nicht. Du sollst nur sagen, dass du halt Schädlinge hast und seinen Namen bitte. Und dann kommt er, dann fragt er dich, was mitgenommen werden muss. Und dann gibst du ihm das mit und dann schafft er es irgendwo hin. Okay. Na gut, danke. Ich hab den auch nur einmal benutzt, keine Ahnung. Okay. Sie gut. Legt auf. Piep. Also, können wir bitte mal in die Richtung gehen? Da ist nämlich meine Karre, Alter. Jo, alles klar, wir gehen mal in die Richtung. Ja, das ist halt, wo führt diese Richtung hin, quasi? Na, zu seiner Karre. Nein, ich meine, hausertechnisch. Gibt's da eine Möglichkeit, wo ich den einfach mal in die dunkle Gasse ziehen kann und den verprügeln kann?
für eine dunkle Gasse? Naja, also ich sag mal, es ist möglich, dass das schon jemand sieht. Selbst wenn, es interessiert sich doch eh kein Schwanz mehr für sowas. Das hast du uns selber gesagt. Nicht überall. Wir sind extra in einer schlechten Gegend. Ja, na klar seid ihr extra in einer schlechten Gegend. Dagegen sagt keiner was. Kaman, das ist der Typ auf jeden Fall. Also ich habe gerade nochmal Sascha gefragt, aber das, okay, was du gesagt hast, war richtig am Telefon. Ja, dann gehe ich mit ihm halt in die richtige Richtung. Und du bist dir sicher wirklich, dass du keine Kurierfahrten für jemanden übernimmst? Ich werde wohl wissen, was ich mache, Mann. Kurierfahrten, das ist total bescheuert. Dafür gibt es den Kurierservice. Mhm. Ja, und dann, ey, guck mal da. Und ich zeig halt in die Gasse und wenn er da reinguckt, dann schubse ich dir, also dann punche ich dem da rein. Okay, also er wird nicht in diese Gasse gucken, wenn jemand sagt, guck mal da. Na gut, du musst sagen, dann, Vorsicht hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Genau das. Nein, also gut, dann wird er mich wahrscheinlich sehr verdattert angucken und dann kriegt er halt, ja, bam, das Ding ins Gesicht. Er kriegt also das Ding. Die Faust. In your face, ich verstehe. Die Faust ins Gesicht. Ach so. Gut. Na, er wird einfach nach hinten umfallen und er wird seine Nase zerplatzen oder Blut spritzen und der muss rufen, Hilfe, Hilfe. Ich wollte das ja quasi mit dem Schlag verhindern, weil wenn man erstmal einen auf den Maul kriegt, dann redet man ja nicht so schnell. Weißt du? Ja, man meistens im eher dieses, da kann ja nicht mehr schreien, weil es nasal ist. Deswegen. Ja, dann pack ich ihn am Hals, zieh ihn weiter in diese Gasse. Jo, ich meine, was will er denn machen? Gut. Specky Mampftonne, der hat doch keine Chance. Sehr schön. So, nochmal die Frage. Alter, was wo willst du denn? Ich will wissen, was ich dich frage. Bist du besoffen oder was, Mann? Ich bin verarsch mich nicht. Ey, du verarschst mich oder was, Alter? Ich bin ein scheiß Typ, der ich scheiß ran ausreuer. Was willst du, Mann? Verpiss dich. Ich schlag dir nochmal in den Bauch. Ausgezeichnete Idee. Jo, ich meine, dann rülpst er seinen Taco aus, also kotzt. Gut. Wirkt er so, als würde er wirklich nichts wissen? Ja, für mich schon. Der wirkt auf jeden Fall so, als würde er wirklich nicht wissen, warum er gerade verprügelt wird. Der weiß aber ganz genau. Aber der hat keine Ahnung. Der weiß ganz genau. Ich bin mir ganz sicher, dass. Der lügt mich an. Das weiß ich ganz genau. Aber der weiß nicht, was Sache ist. Hat er einen Zwillingsbruder oder so einen Scheiß? Hast du einen Bruder? Nein, Mann. Okay, warum sagen dann meine Leute, dass du die Person bist? Weil deine Leute offenbar einfach mal einen über den Durst getrunken haben, du hässliches Stück Scheiße, Alter. Ich schlag dir nochmal. Jo, der ist jetzt ziemlich am Rande der Vernebelung, der endgültigen, ne? Warum provoziert er mich auch? Na, weil du dumm bist. So ein dummer Ork, weißt du? Mutti hat früher schon gesagt, lass dich nicht mit die Orks ein, die sind alle dumm und scheiße. Ja. Gut, wenn der sowieso jetzt fertig ist. Scheiße, Mann. Ich nehme seinen Comlink. Schalt das aus. Nimm die Credsticks. Ich habe ihm ja einen Credstick gegeben, dann müsste er ja mindestens meine 500 wieder haben. Und hat er sonst noch irgendwas dabei? Na, so ein Koffer mit Schädlingsbekämpfungsmitteln. Keine Knarre oder irgendwie einen anderen Scheiß? Junge, der jagt maximal eine Teufelsratte, aber dann vermutlich mit seinem Bro, also. Was für eine Karre hat der? Naja, so einen kleinen Transporter. Mit einer riesen Kakerlake auf dem Dach. Die zu klauen wird sich auch nicht lohnen. Ja, bin ein bisschen frustriert, der kriegt noch einen Schlag ins in den Bauch. Jo, jetzt ist er endgültig über die Bewusstseinsschwelle getreten. Fuck, Mann! Wollen die mich jetzt alle verarschen oder was? Wieso weiß der Typ nichts? Kaban guckt dich übrigens. Kaban ist sehr sauer. Achso, du hast mit ihr geredet. Mhm. Was weiß ich denn, warum der Typ nichts weiß? Sag mal, der wäre das, aber der weiß wirklich nichts. Anscheinend wirklich nicht, ne? Ich guck mal, hat er irgendwie so ein Datenschloss oder irgendeinen Scheiß? Dann mach doch mal Wahrnehmung. Und Wahrnehmung warte, kann ich. Warte. Oh, ich kann den mal scannen, Joja, scannen den Typen. Du kannst also scannen. Ja. Würfel doch mal nicht scannen und warte erstmal auf Kaban. Fiel mir nur gerade ein, dass ich scannen kann.
Wahrnehmung irgendwelche Boni, quasi wegen Wahrnehmungsboni oder Wahrnehmung so? Und Logik ohne Boni. Ja, zwei Erfolge. Willst du mich eigentlich komplett in den Popo ficken? Dann mach das doch einfach, komm her und gib's mir, also. Du bist ja so weit weg? Ich dachte, du hast so lang, dass ich auf dem irgendwie den Weg bis zu dir finde. Also ihr hattet so viele Möglichkeiten und habt sie nicht genutzt. Wir waren betrunken. Ja, und jetzt heult er wieder rum. Sagst du? Ach, du warst also die ganze Zeit betrunken. Also echt, du lagst im Autoschatten. Kavan, der hat du schon auch eine modifizierte Datenbuchse. Du weißt aber nicht, wie genau modifiziert. Jojo. Du möchtest also erkennen, das ist ja auch kein Problem. Du wechselst kurz den Blick in die Astralebene. Ja. Und da würfelt der Kaban 7 Würfel für mich. Nein. Okay. Bin ich blind? Nein. Hatten wir schon Beispielgeister für einen Mentorgeist bei dir? Ein Mentorgeist? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwann mal sowas in der Richtung hatten. Ja, ich kann mich auch dunkel entsinnen, aber das ist nicht hier auf dem Rechner, das ist auf meinem. Geister, hier ist doch zum Beispiel was. Lehm. Ja, ist eigentlich ganz okay. Also, vor dir seine Gestalt. Mumifiziert ist das falsche Wort, aber grau mit einem riesen Maul, weil da irgendwie die Wangen aufgeschlitzt wurden, sehr spitzen Zähnen, leuchtend roten Augen, ziemlich langen Krallen, einigermaßen humanoid. Nackt. Und sie stürzt sich quasi so auf dich, dass ihre Beine deinen Oberkörper und deine Taille umschlingen, die Hände nach deinem Kopf greifen und dann schreit es dir ins Gesicht. Mach doch, lass doch bitte mal würfeln, Willenskraft und Antimagie. Die ich noch nicht habe, meinst du? Würfel mal bitte 4 Würfel für mich. Es sind drei. Dann würfel mal bitte 3 Würfel für mich. Das wird jetzt echt nicht gut ausgehen. Herzlichen Glückwunsch, warte. Waren das die Nullerfolge? Ja. Ich hasse dich. Du ziehst. Wieso ich? Du hast kein Glück. Wer würfelt, ist doch egal. Ich hasse dich, Spielleiter. Achso, ich kann nichts. Nein, du hast ab jetzt Kaban. Er hat übelste Bockmist für dich gewürfelt. Er ist ein kritischer Platzer und hier nur eine Folge. Gut. Jojo haut sie ab. Sie wollte das. Jojo schreit nicht in wilder Panik, aber sie haut auf jeden Fall ab. Sie rennt einfach weg. Ja, ziemlich schnell. So schnell sie ihre Stummelbeinchen tragen. Jojo? Du kriegst halt eine Nachricht so. Was ist los? Ich guck mich halt um, hör ich irgendwelche Sirenen oder so? Nee, ne? Nein. Und auch sonst keinen Grund, also keine Drohne oder... Also ich renne in die andere Richtung. Das ist, wenn eine von uns rennt, dann rennen alle. Das gefällt mir. Ja, also irgendwo muss ja ein Kopf sein. Und rennst eine Weile, es ist kein Kopf in Sicht. Okay, wie man es kennt, also man flieht halt ganz schnell von der Gegend und dann guckt man sich halt um und begibt sich ganz normal. Ja, ja. Hier ist nichts passiert. Und dann, ich genau. Bin ganz normal! Ja, schon. Ja, und dann will ich Jojo nochmal versuchen anzuschreiben. Zurückkommt Geist, richtig ungeil, nicht gut. Ah, okay. Kann ich da wieder zurück und den Typen mitnehmen? Ja. Okay. Ich gehe zurück in die Ecke, also in die Gasse, wo der Typ da immer noch blutet, wahrscheinlich. Ja. Lebt er noch? Ja. Ist er noch da? Ja. Ist er bei Bewusstsein? Nein. Gut. Der hat eine komische Datenbuchse, die irgendwelche Daten gespeichert hat. Hat er auch Cyberaugen? Nein. Soweit du sehen kannst, nicht. Vielleicht sind es ziemlich gute. Super, also vielleicht hat der Cyberaugen und der hat auf jeden Fall einen Datenspeicher im Kopf. Na toll. Der Typ ist tot. Bring den irgendwo hin, dann holen wir ihn raus. Also holen wir das Zeug raus, das geht. Ja, ich weiß sogar, wer mir das rausoperieren würde. Muss der niemand rausoperieren, das holen wir so raus. Achso, na gut. Ja, ich lasse mein Auto kommen und park den ins Auto. Ich such den nach irgendwelchen Rabotnik-speziellen Dingsbumsen. Was sind denn? Achso, ja, alles Mögliche. Habt ihr denn einen Störsender dabei? Ja. Bestimmt. Ist dem so?
Jojo kann einen improvisieren. Macht sie. Gut, der hält halt nicht lang, aber das ist egal. Denn in der Zeit könnt ihr suchen und alles zerstampfen, was euch nicht gefällt. In der Zeit holen wir den richtigen. Störsender. In 5 Minuten. Oh. Jo. Wir sind halt schnell. Hans dampft in allen Gassen. Alles klar. In der Zeit findet er einfach alles, was irgendwie relevant ist, zieht ihn aus, schmeißt seine Klamotten aus dem fahrenden Auto und zertretet alles. Ist doch nicht so schwer. Gut, machen wir. Easiest game of my life. Jojo. Ja, bitte. Durch das Gehirn von Menschen zu wühlen, macht am meisten Spaß. Sie denken so viel. Wer sagt das? Manchmal muss etwas aussortiert werden. Weißt du nicht? Wenn du laut fragst, wer sagt das, gucke ich dich an, wer sagt was. Nee, das hat sie nicht laut gefragt. Schade. Der denkt nicht so viel, der ist einfach und bescheiden. Langweilig. Moment, vielleicht sie hört... sollte ich ihn im Ganzen verspeisen. Sie hört Stimmen in ihrem Kopf. Nein, dies ist nicht in deinem Kopf. Du hörst von einer Quelle her Stimmen. Okay, gut, das keine Sorge, ich quäle dich doch nicht unnötig. Ich würde sagen, ansonsten wäre dieses Auto jetzt in die Luft geflogen oder irgendwas, wo wir gerade sind. Also die Stimme kommt auf jeden Fall aus deinem Kopf. Alles fliegt in die Luft. Nein. Sie schaut sich um. Nein. Okay, da ist nichts. Wenn sie jetzt in die Astralwelt geht, dann ist er so guckt, dann ist sie auf jeden Fall Opfer. Riechst du die Angst? Sie stinkt. Ja, ich rieche die Angst. Ist der Kopf von dem Typen schon kaputt? What? Ich fahr doch noch. Ach so. Reißt euch doch mal zusammen jetzt. Kavan, fahr schneller. Okay. Warum nur hat sie Angst? Sie hat uns gerufen. Verdammt, ich kann nicht verbannen. Ist das ätzend? Scheiße. Ja, wo fährt denn genau hin? Hattet ihr ja schon erwähnt? Ich würde quasi entweder in eine tote Zone fahren, sodass wir halt noch mehr wir brauchen keine Stille suchen mehr. Dann würde ich meinen Doc fragen, ob der, obwohl nein, sie wollte jemanden kennen, der einen Hacker kennt. Niemanden. Nein, sie hat angedeutet, dass sie seinen Kopf eröffnet und das Cyberwehrstück rausarbeitet. Um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Knüppel drauf, dann geht alles kaputt. Achso, ne, da würde ich dann zum Doc bringen. Das Ding ist ja noch heile und der Typ ist noch heile, kann man die Organe noch nehmen. So, ja, dann so. Ja, dann müssen wir die Leiche nicht entsorgen. Okay, dann brauchen wir aber einen Störsender, einen anständigen. Jupp. Fährst du los? Ja. Gut, also wir fahren in eine tote Zone. Ich pack den Typen in die Gasse, sie fährt los, holt einen Störsender. Bleiben wir jetzt bei den beiden Menschlein, die so leichtköpfig sind, oder bei dem denkenden Menschen? Vielleicht sollten wir uns teilen. Nein, ich möchte nicht von dir fort. Zusammen, bitte lass uns zusammenbleiben. Na gut, wir bleiben bei der Menschenfrau. Gollum! Hey, es sind zwei. Ich will nie so eine dumme Pseudoschizophrenie machen, die so nicht funktioniert. Keine Sorge. Also gut, Jojo holt einen Störsender. Es ist mittelmäßig beunruhigend. Folgen die ganze Zeit? Mittelmäßig beunruhigend. Das ist schön. Kaban. Ja? Der Typ wird nicht unendlich lange bewusstlos bleiben, ne? Oh, doch. Ja, alles klar. Das wollte ich hören. Jutti, um das nochmal kurz zu rekapitulieren, du willst dem Typen also jetzt töten, um an seine Cyberware zu kommen und du hoffst dir damit ein freundliches Gespräch mit seinem Chef. Nein. Welches auf einer soliden Grundlage stattfindet und auch beiderseitige Wertschätzung. Möglicherweise entweder existiert sein Chef nicht oder aber der hat quasi eine Override-Buchse quasi, dass er seine Gehirnwellen anders machen kann. Keine Ahnung.
irgendein Cyber-Shit. Oder aber, wir haben den Falschen und der Typ hat mich auf Kamera eventuell, wie ich ihn zusammenprügel. Und schickt alles an Robotnik weiter. Genau. Entsprechend wird jetzt sterben. Das ist so. Gut. Es tut mir leid. Mir aber tut es nicht leid. Ich konnte ihn noch nie leisten. Der wird jetzt einfach verschwinden müssen. Kann man. Vielleicht hat er auch tatsächlich so einen Datenfilter oder sowas drin. Dass er sich nicht mehr daran erinnert, wer er ist? Na, diesen ganzen Kurierkram. Daran muss er sich nicht zwingendermaßen erinnern. Ja, dann gibt's ja irgendeinen Trigger, den man mit ihm auslösen muss. Damit er sich wieder daran erinnern kann. Ja, aber den kennen wir nicht. Das ist das Problem. Ja, aber wir haben, ich sag ihm nochmal quasi hier von wegen dickste, also ne, sobald er wach ist hier, dickste Kakerlaken ganz Sibirien. Geilste Kakerlaken von ganz Moskau. Sibirien. Nee, Novosibirsk, das war auch was mit Novosibirsk, genau. Stimmt, aber du hast schon mitgehört, dass Sascha vorhin sagte, das muss nicht so genau sein, sondern nur, dass du halt einen Grund hast, warum ein Schädlingsbekämpfungsguy vorbeikommt, ne? Ja. Ach so. Deswegen ist das mit diesem Trigger sehr komisch. Deswegen glaube ich das nicht. Irgendwas ist da auf jeden Fall schiefgelaufen bei der ganzen Geschichte. Ziemlich. Ich weiß nicht, du musst entscheiden, was du tust. Ja, der Typ hat uns eventuell dann auf seiner Datenbuchse. Hauptsächlich dich, mich nicht. Ja, sag ich ja. Du, wie gesagt, du musst entscheiden, was du tust. Oder was du willst. Kennst du einen Hacker, der das rauslöschen kann? Nein. Keinen, der so gut ist. Du kannst auch nicht. Kannst du mittlerweile in die. Kannst du die mittlerweile erscannen? Oder ist der Geist immer noch hier? Ich erscanne jetzt garantiert niemanden. Siehst du? Dann können wir also nicht wissen, ob der Augen hat. Wussten wir nicht schon, dass er selber Augen hatte? Nein. Ich habe gesagt, es sind offensichtlich keine, aber vielleicht sind sehr gute und ihr seht es einfach nicht, denn ihr seid keine Experten. Und du konntest ihn ja leider nicht erscannen. Los, erscannen ihn. Ist er nicht? Willst du, dass sie umgebracht wird oder sowas? Komm, da kommt ein riesenschöner Adler. Aber ich habe keine Lust jetzt noch. Karban, gib dir das Karma zurück. Wenn du mir die 15 Karma gibst, ist mir das egal. Woher denn nehmen, wenn ich stehlen? Na, zieh dir 15 ab und gib mir 15. Wenn der Spielleiter das erlaubt, dann mache ich das. Mir ist das so scheißegal. Hauptsache irgendjemand verliert. Karban kann doch nicht einfach rumgehen und Leute töten, das funktioniert nicht. Es gibt keinen Job für den. Ja, das letzte Mal, dass ihr jemanden umgelegt habt, einfach so nicht hundertprozentig nötig, hat das ja auch eigentlich ganz gut funktioniert am Ende. Eigentlich alles easy. Was? Oh, nix, keine Ahnung. Wen haben wir denn unnötigerweise umgebracht? Ich hatte für jeden Grund. Die Hackerin? Da hatten wir einen Grund. Ach so, na, auf jeden Fall ist ja auch nichts Schlimmes bei rausgekommen. Moment, ihr habt die halt gekillt, du wurde kurz ein bisschen mitgenommen, aber danach war ja eigentlich alles safe. Ja, genau, bis auf die eine kleine Geschichte mit dem. Hey, ne? Hey. Ja, wenn der das nächste Mal wach wird. So. Und du willst mir jetzt immer noch nichts sagen. Also da werde ich jetzt. Ich halte ihm die Pistole in den Mund, quasi. Ihr uriniert. Ich meine, wenn du ihm die Pistole in den Mund hältst, kann er halt echt schlecht sprechen. Ja, ich weiß. Das ist willst du mir immer noch nichts sagen? Ich glaube, er wollte was sagen. Willst du was sagen? Er nickt. Ich ziehe die Pistole raus und halte ihm in die Stirn. Also, du wolltest mir sagen, was du jetzt für Mann, Alter, ich weiß nichts, du hast den falschen Jungen, da muss ich gehört haben, ich bin nur so ein scheiß Schädlingsbekämpfer. Komm schon, Alter, ich hab überhaupt nichts gesehen, ich reiß mir die scheiß Augen raus und die Finger und die Zunge und dann gehe ich nach Hause. Was hat er gerade gesagt? Ich reiß mir die scheiß Augen raus und die Finger und die Zunge und dann gehe ich nach Hause. Warum solltest du das tun? Ja, weil ich ja nichts gesehen habe und niemandem was erzählen kann und überhaupt, Alter, aber du hast auf jeden Fall den falschen Mann. Vielleicht hast du ja eine Glücksfee. Glaubst du ihm? Die Frage ist dann an Jojo gerichtet. Oh, ja. Darf ich also heute schon wieder keinen töten?
Ich kann dir genug Orte nennen, wo du so viele Leute abschlachten kannst, wie du willst. Schön, da gehen wir nachher hin. Und du? Solltest dich nicht so oft einpissen, gehst jetzt nach Hause und hältst eine Klappe. Warte mal. Er liegt verzweifelt. Wo werden die Daten von deinen Cyberaugen gespeichert? Ich hab keine Cyberaugen, Mann. Oh, das hat sie Kaban gefragt. Jogi steht nicht daneben. Entschuldigung. Ja, auf meinem, entweder auf dem Comlink oder auf der Datenbuchse. Dann lass ihm Zugang, frag ihn, ob er eine Datenbuchse hat. Wenn ja, lass dir Zugang darauf geben von seinem Comlink aus, dann kannst du alle Daten löschen, die dich betreffen, sollte er was haben. Stimmt, das ist eine gute Sache. Gib mir Zugriff auf deinen Comlink und deine Datenbuchse. Macht er. Jo. Er hat nicht mal Daten über dich angelegt. Sehr gut. Nur über den Lieferauftrag halt, aber die kannst du nicht löschen, weil die auf deren Server sind, was dir aber auch scheißegal sein kann. Also nicht den Liefer, sondern den Dingsauftrag, ne? Ja, ja. Mach doch mal Computer und Computer hab ich. Computer hab ich. Alter, es rastet aus. Zwei Folge, Mann. Jo, also in der Datenbuchse auf jeden Fall noch irgendein extra Equipment drin. Entweder ein Datenschloss oder ein Datenfilter, das kommt eigentlich im Wesentlichen in Frage. Was hast du da noch in deiner Datenbuchse drin? Nix. Ich zeige ihm die Daten quasi von diesem, ne, die Spezifikation. Er sieht aus wie jemand, der keine Ahnung hat, was er da sieht. Okay, du lügst mich also an. Und er lügt nicht. Ne, er sagt auf jeden Fall die Unwahrheit. Ja, aber der weiß wirklich nichts davon. Ja. Der hat keine Ahnung, was der hat. Aber er hat ein Dartschloss. Hatte ich auch und ich wusste lange Zeit nichts davon. Also wenn wir jetzt den... Also wenn der einen Filter hat, dann müssen wir den Trigger kriegen. Das wird schwierig. Da wir ihn nicht kennen. Rumpelstilzchen. Buttercake. Ach ja. Nein, ich meinte eigentlich so wahllos irgendwelche Wörter hintereinander gereiht. Kannst einfach eine Schädlingsbekämpfungsbibliothek durchlaufen lassen. Ja, genau. Sowas in der Art. Also, vorlesen lassen. Wie lange? Das war jetzt eigentlich eher so... Ich meine das ernst? Ja, das Problem ist, das kann auch aus ganzen Sätzen bestehen, dieser Trigger. Weiß. Kann man diesen Trigger reverse-engineeren? Du sprichst in Zungen. Ob man den quasi aus der Software rausfiltern kann, um ihn ja auszulösen? Ja, wenn man Cybertechnologie X hat, schon. Moment. Ich kenne jemanden, der das kann. Oder der das hat. Ach so, krass. Ja, der Doc. Das mit den Docs war echt nicht die schlechteste Idee, oder? Ja. Ich meine auch nicht den Doc, aber das ist egal. Stimmt, Doc ist vielleicht besser. Schaff ihn zum Doc ab dafür. Ja. Gut. Ich hätte sonst den Störsender und dann fahrt ihr zu irgendeinem Doc. Ich hätte sonst mal den Professor gefragt. Ja, den meinte ich. Ist ja auch eine Art Doc. Ja. Den meinte ich, also den rufen wir an. Dem schildern wir die Lage, dass wir jemanden haben, der so einen Datenschloss hat. Frag doch erstmal deinen scheiß Doc. Du meinst Professor Dr. Nikola Ivanovic? Der hat dafür keine Zeit, der braucht Ewigkeiten. Der hat nämlich keine Zeit. Na gut, dann frage ich meinen Doc. Gut, der hat Zeit, du kannst gern zu ihm kommen, aber ich bin kurzer AFK. Jo. Gut, dann fahren wir da hin, das ist ein guter Plan. Und währenddessen, und die Geister sind jetzt weg? Nein. Okay. Sie ist ziemlich angespannt. Die bleiben bei dir. Was weiß ich denn? Sind das deine Geister? Nein. Okay. Ich hab mal von nicht von Magiern gerufenen Geistern gehört, die sollen sehr böse sein. Danke, Kaban, du machst es besser, wirklich. Ich fühle mich direkt viel wohler. Aber die wollen meistens irgendein Bündnis oder so eingehen. Ja, super, das werde ich ganz bestimmt. Ich werde jetzt ganz bestimmt irgendein Bündnis mit irgendwelchen Geistern eingehen, Kaban. Die ich nicht kenne. Ja, das ist... Ja, das ist eine hervorragende Idee. Und dann werden die garantiert... Also das wird bestimmt für mich zum Vorteil. Also garantiert. Möglich.
Möglich, ja, bestimmt. Wird das, also, ehrlich. Die werden ja wohl aus irgendeinem Grund beide sein jetzt. Ich weiß es nicht, Kaban. Hm. Reden die denn? Ja. Was sagen die denn? Sag dir mal hallo. Sie ist kurz davor, die eine reinzuhauen. Hast du die schon mal gefragt, was die wollen? Ich habe eine ungefähre Ahnung davon, was sie wollen. Und das, was die wollen, willst du garantiert nicht. Hm. Okay. Und was ist das? Keine Ahnung, in deine Gedanken eindringen, deine Gedanken zerfetzen, Dinge daraus glauben, alles Mögliche. Aber garantiert sowas in der Art. So hörte sich das zumindest an. Okay. Wie wird man solche Dinger los? Es gibt da Möglichkeiten, aber ich kann das noch nicht. Ist das vielleicht eine gute Idee, dass wir vorher zu jemandem fahren, der das kann? Ich wüsste nicht, zu wem. Hast du nicht irgendwie so einen Lehrmeister? Nein. Hattest du nicht mal einen Lehrmeister? Nein, ich hatte nie einen Lehrmeister. Okay. Ich kenne da wen, aber ich weiß nicht, ob sie das... Dies ist eigentlich eher... etwas... naja... vorsichtiger. Super, und, das wird garantiert funktionieren. Und die mag dich nicht, glaube ich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ne, wir waren schon mal bei ihr, weißt du? Wo du nicht reinkommen durftest. Ja, ja, ich entsinne mich dunkel. Hm? Ich kann sie anrufen und fragen, ob sie dir helfen kann. Ja, ich weiß nicht. Im Moment sind sie da, aber im Moment ist es halt, ne, noch passiert nichts. Ja, aber wie lange? Und wir müssen ja irgendwas dagegen tun. Also ich meine, wenn die Idee... Ich werde einfach irgendwo hingehen, erstmal gleich, wo ein Hüter ist. Und dann können die sowieso nicht mit rein. Hm, guter Plan. Ja, finde ich auch. Weißt du, wo ein Hüter ist? In die Mauer oder so? Ja, genau, sowas. Da werde ich jetzt gleich hinfahren. Oder vielleicht auch am besten jetzt. Spielleiter? Ja. Stopp! Sie hat uns immer noch nicht gesagt, von wem wir fressen sollen. Bestimmt vom Arglosen hier. Er tut nur so, er trägt doch auch Schmerzhaftes in sich. Vielleicht sollten wir ihm einige der Erinnerungen zeigen. Dann kann er entscheiden, welche er vergessen will. Kaban! Mathema, Willenskraft und... Von Jojo kommt, verschwindet. Willenskraft und Willenskraft, ne? Ja, das machen wir so. Willst du das jetzt wirklich, Spielleiter? Also einfach nur Antimagie-Probe gegen deren Scheiß. Nur so ähnlich halt. Also Willenskraft plus Willenskraft oder nur Willenskraft? Doppelte. Jojo knallt immer zwei Attribute. Jojo knallt den volle Bude-Zauber entgegen. Das ist ja schön, das kannst du erstmal gar nicht. Dazu musst du erstmal auf die Astralebene wechseln. Dann macht sie das. Du bist aber erstens noch ja nicht dran und zweitens. Beauty, also, zwei Erfolge. Das ist schön. Kaban, du hast milde Halluzinationen von so ein paar der guten Ereignisse deines Lebens, so. Die Söldner, dann als du ins Dorf kamst und die Söldner schon aufgeräumt hatten zu Hause, dann das, was wo ein bisschen vor kurzem war, so die Momente, als du erfahren hast, scheiße, der Billy ist tot und die ganzen schmackhaften Sachen. Milde, nur milde. Jojo, du willst also Leute verprügeln. Natürlich wird sie das jetzt tun, die tun da gerade Dinge, die absolut nicht gehen. Wieso geht das nicht? Sie zeigen ihm nur Sachen, damit er sich entscheiden kann, was sie sind in seinem dürfen. Scheiß Kopf! Nein, sind sie nicht. Wenn du sobald du einen Astralraum siehst, sie sind nicht in seinem Kopf. Also, Kaban haut sich auf jeden Fall, das ist ja nicht mit Schmerzen oder so verbunden, aber er sieht trotzdem sehr, ja, er versucht sich halt extrem dagegen zu wehren, von wegen irgendwas, womit in seinem Kopf rum, das merkt man auch, wenn man ihn so anguckt.
Wenn jemand ihm irgendwie Erinnerungen zeigt, die in seinem Kopf sind, dann muss er zumindest in seinem Kopf gewesen sein, um diese Erinnerungen zu kennen. Nein, du kannst einfach einen Zauber sprechen oder sowas in der Richtung. Geistessonne. Und das Gehirn macht das selbst. Nein, es ist keine Geistessonne. Die sind nicht in seinem Kopf. Du sagst quasi dem Gehirn, zeig ihm doch mal, was du auf Lager hast. Und das Gehirn sagt, alles klar. Macht's trotzdem nicht besser. Das ist erstmal eine völlig andere Frage. Wir wollen doch aber korrekt bleiben. Du willst also Leute verprügeln. Die knallt denen jetzt absolut was entgegen. Sie hat ihnen gesagt, sie sollen verschwinden. Das haben sie nicht getan. Gut. Die rastet gerade ein bisschen aus. Easy. Dann mach doch mal Kampfzauber. Kaban? Mhm. Würfelst du mal 5 Würfel für mich, bitte? Dann. Nur ein Erfolg. Schade. 8 zum Widerstehen, hm? Ja. Der hat wieder 1000 Erfolge, der bringt mich schon wieder um. Was soll denn das für eine Force gewesen sein? 2 oder was? 4. 4? Ich hab gesagt, volle Kalotte. Ach so, hab ich jetzt nicht. Ach so, hast du eh keinen Entzug. Vollbombsauber. Gup, gup. Gaben, das hört auf. Warum tut sie das? Ich weiß es nicht. Warum tust du das? Es sind 2. Verschwindet. Wir wollen helfen. Wir tun das, für wofür du uns gerufen hast. Ich hab euch dafür nicht gerufen. Du hast uns gerufen. Dann geht jetzt. Nein, wir tun, wofür wir gekommen sind. Nenn uns ein Ziel. Es gibt kein Ziel. Ich muss mal ganz kurz was zu trinken holen, Leute. Das geht wahrscheinlich voll auf die Stimme. Sehr cool übrigens. Finde ich nicht. Kaban findet das auch nicht so toll. Baby. Kontra. Also, wer soll es sein? Sie zeigt auf einen der Geister. Oh. Spielsatz und Sieg. Würfel mal Magie und Charisma. Kaman, einmal bitte 6 Würfel. Du hast Charisma 2? Nein, ich habe Magie 2 und Charisma 4. Also temporär Magie 2. Jo, also der eine springt dem anderen ins Gesicht, der andere gräbt seine Klauen in sein Schädeldach und öffnet es breitwillig und der andere frisst sich satt. Das war nicht so dumm, wie ich dachte, dass es wird. Alles klar. Dann wird der Fresser den anderen am Arm wegzerren. Weil der steift halt so ein bisschen überm Boden, also am Boden. Ja. Jutti. Ihr fahrt zum Doc? Hat sie jetzt einen Zug gekriegt oder nicht? Du kriegst ja keinen Zug, fürs überzeugend sein. Nee, ich meine für den Kampfzauber. Nee. So? 3 Erfolgen nicht. Okay. War das Force minus 2 oder was? Minus 1. Du kannst nur einen G-Zauber machen im Astralraum, glaube ich. Ach so, na dann. Ähnlich. Cool. Ich werde es hoffentlich verlinken, wenn ich dran denke. Jutti. Ihr fahrt zum Doc? Alles okay. Mhm. Scheiße, Mann. Fuck, was war das? Ich weiß es nicht genau. Was ist jetzt weg? Das hoffe ich. Boah, fuck. Alter Schwede. Nicht gut. Nicht gut. Wenn du nächstes Mal solche Dinger dabei hast. Ich hab die Dinger nicht dabei gehabt, Mann. Nichts gegen dich, aber bleib mir weg. Das muss ich nicht nochmal erleben. Also das ist, nee. Sie nickt. Hast du die irgendwie weggeputzelt oder was? Sagen wir, ich habe dafür gesorgt, dass sie sich gegenseitig wegputzeln.
Danke. Das haben sie verdient. Ja, wir fahren zum Doc. Sollte der Typ in der Zwischenzeit wieder wach werden, werde ich ihn unsanft dazu bringen, dass er wieder ruhig ist. Cutie. Komm zum Doc. Er hinterlässt gerade so einen Typen mit einer frischen neuen Hand und bittet euch dann rein. Jo. Es sieht aus wie vor dem Einschlag der Gang. Na, sieht doch wieder Fisch aus hier. Ja, hat nicht so lange gedauert, du. Okay. Na, sehr gut. So, wie geht's dir denn? Gerade richtig miserabel. Sorry, das tut mir leid. Ich meinte, die Frau ohne Milz, die Tote halb voll. Ja, dann guck sie doch auch an, wenn du mit ihr redest. Hab ich gemacht, aber du bist so selbstbezogen. Tut mir leid, kann ja mal passieren. Also, wie geht's dir denn? Alles easy. Gut. So, und das hier ist also... Mensch, der ist doch schon bewusstlos. Was habt ihr denn mit dem gemacht? Kaban, der hat doch schon wieder... Guck dir da mal die Nase an. Was machst du denn mit den Leuten? Ich muss wissen, was auf seinem Datenschloss ist oder wie ich dieses Datenfilter, was da drin ist, trigger. Ja, was jetzt von beiden? Keine Ahnung, was es genau ist, auf jeden Fall ist das mehr drin. Hier, da sind die Spezifikationen. Ich zeig Ihnen das Comic. Keine Ahnung. Mach mal auf, sagst du? Ja. Gehirnoperationen sind mir sehr unlieb. Mach mal trotzdem. Nee, du musst den Typen ja nicht umbringen. Du kannst nachher gehen wegen meiner Tun, das ist mir relativ egal. Ich will den doch gar nicht umbringen, ich muss aber trotzdem aufmachen. Echt? Ich dachte, das ist irgendwie nur so ein... Je nachdem, es lohnt sich nicht, da jetzt irgendwie was zu versuchen mit irgendwelchen Programmen. Ich bin auch kein Hacker. Und selbst, ach, ist egal. Ja, du machst das schon. Ich mach den auf. Okay. Gut. Du brauchst irgendwie eine helfende Hand? Bei Gehirnoperationen, so wie du aussiehst. Ich weiß nicht, wo du dich gerade schon wieder gewälzt hast, in welchem Dreck, aber nö. Nö. Hm. Das ist okay so. Gut, dann zieh ich mir eine Coke. Mach das. Ja, ich gehe in sein Warteraum und ziehe mir eine Coke. Sie schmeckt ausgezeichnet. Leider gibt es... Nein, Moment. Tut mir leid. Abbruch. Es gibt keine Coke. Es gibt nur noch Fanta. Okay. Leid. Dann ziehe ich mir einen Kaffee. Sehr gut. Fanta Light. Alter. Ich habe heute was geschnitten, da sagte Flummi, Light-Produkte sind in. Ich weiß auch nicht, woher sie das hat, aber jetzt sind sie offenbar in. Das habe ich bestimmt von dir gelernt. Du sagst mir von mir? Du sagst mir sonst immer, was in und out ist. Ja, aber Light-Produkte. Du hast letztens Light-Kirschen gekauft, um sie mit Blue Curaçao zu mischen. Ich habe mich vielleicht verguckt. Ich würde nie fettarme Kirschen kaufen. Du hast kalorienreduzierte Kirschen gekauft, du. Ja, weil ich nie hingeguckt habe, sonst hätte ich das nie gemacht. Wer nimmt denn auch immer das kleinste Glas, das in der Mitte steht? Und wie kann man Kirschen kalorienarm kriegen? Indem man nicht mehr Zucker da reintut, als halt man dann sind auch sonst Kirschen so reintut. Ungesüßt. Ja, kalorienarm halt. Ich hätte es nie mit Absicht getan. Ich hätte immer den Zucker verlangt. Aber die Welt trollt mich. Ich würde auch nicht verstehen, warum. Also, wird ein bisschen dauern, wenn wir da rauskommen. So, was genau möchtest du jetzt? Da ist also ein Datenfilter drin. Ich möchte den Typen ansprechen mit diesem Dungs und dem dann, dass er mir dann sagt, was ich wissen will. Das bringt ja aber nichts, da ist ja ein Datenfilter drin. Und der Datenfilter macht folgendes. Auf ein bestimmtes Kommando vergisst er alles ab dem Kommando bis zum nächsten Kommando. Das macht ein Datenfilter. Das heißt, er bereinigt das Gehirn von Stellen, die du willst, die bereinigt sind. Okay, und wie kriege ich den dazu? Also, der Typ war wohl ein Kurier und der soll mir dann was von A nach B fahren. Ja. Ja, und der wollte das nicht. Das wollte er einfach nicht machen und da hast du ihm erstmal auf die Fresse gehauen. Oh. Ja, ich habe keine Ahnung, aber alles, was ich dir sagen kann, ist, dass wir, je nachdem, wie oft das benutzt wurde, weißt du halt einfach Sachen nicht. Du weißt es auch, also in dem Moment fällt dir das nicht auf, dass so Kurzzeitgedächtnis vielleicht eine halbe Stunde funktioniert noch, aber wird in der Zeit schon halt kaputt gemacht. Das heißt, in dem Moment denkst du, oh, alles safe, alles normal, mach hier mal. Und dann später,
Jo, was war da eigentlich? War ich doch schon wieder besoffen oder so? So funktioniert das, weißt du? Mhm. Und das kann man dann nicht irgendwie raus extrahieren, diese Information. Nee, die wird, du musst dir vorstellen, vom Ultra-Kurzzeitgedächtnis wird was ins Kurzzeitgedächtnis gelegt und dann unter Umständen ins Langzeitgedächtnis. Und du blockierst einfach nur, dass es weiter abgelegt wird und bereinigst das Kurzzeitgedächtnis. Das heißt, es ist einfach weg. Das gab's nie in seinem Kopf. Das wurde nie angelegt als Verschaltung. Kann man guckt ihn ein bisschen unverständlich an. Na, pass auf, wenn du irgendeine Erinnerung kriegst, dann gibt's einfach eine neue Verschaltung. So, und die wird dann halt einfach nicht angelegt. Mhm. Das heißt, der Typ weiß nicht mal, dass er ein Kurier ist. Das kann sein. Also vielleicht weiß er das, weil ich weiß nicht, wie du es sonst machst. Aber potenziell weiß er halt recht wenig unter Umständen so halt. Gut, dann brauche ich halt den letzten Trigger von ihm. Also den Trigger, dass er alles wieder vergisst. Und ist ja gut. Ja, aber das vergisst er nur ab dem Moment, wo du es anmachst und dann, bis du es wieder ausmachst, der Teil dazwischen wird gelöscht. Du kannst nichts rückwirkend löschen. Weißt du? Ist das Ding jetzt gerade aktiv? Nee. Mist. Das heißt, er kann sich also an mich erinnern. Ja, an dich und deine Faust. Hm. Gibt's nicht irgendwie so eine Chemikalie, die dir das auch vergessen lässt? Lars. Ja, what? Das grab ich auf jeden Fall nicht hier, Junge. Ich will dir nicht noch mehr, also ich will dir keinen Kunden daraus machen müssen. Weißt du? Ja, aber ich meine, so wie der aussieht, vielleicht kannst du ihm ja einfach freundlich sagen, dass er Glück hat, dass er noch weiter atmen darf und dann schmeiß ihn raus. Hm. Also ich meine, guck dir ihn nochmal an, das ist ein übelster Lappen. Das stimmt allerdings. OT, kann Jojo dem nicht einen Sender ins Comlink einbauen oder sowas? Also da nicht einen Sender, machen. Sondern quasi so eine Wanze. Da kannst du verschiedene Sachen in sein Comlink einbauen. Du meinst, was ihn abhört zum Beispiel? Ja. Ja, ein kleiner Sender wird das ja vermutlich sein, der das, was aktuell gemacht wird, auch an dich überträgt. Das wirst du schon hinkriegen. Der braucht noch ein bisschen, bis der wieder klarkommt, oder? Naja, der ist noch nicht mal zugemacht, ne? Gut, dann brauche ich seinen Comlink. Ja, keine Ahnung, wie ihr das habt. Ich pull das jetzt wieder zu, ja? Du machst ihn wieder zu, ja, danke. Sorgt dafür, dass noch ein paar Stunden out of order ist. Der kriegt später seinen Comlink zurück und er wird nichts mehr. Der hatte eine Gehirnoperation. Der ist nicht nur out of order, der ist völlig out of order. Ja, ich guck mal, was ich da gleich machen kann. Okay, nee. Was willst du denn da machen? Gucken, dass er schneller wieder auf dem Damm ist. Ich dachte, ich bin Arzt. Ach so, du bist ja... keine Ahnung. Mir wusste, ich habe jetzt erstmal anderes zu tun. Kaban, gib mir mal das Comlink. Ja. Ich geh mal rein. Das hier ist das. Okay. Ich hab übrigens... kopier mal seine Daten, die er hat. Und wir haben noch Vollzugriff auf seinen Comlink, ja. Ne? Ja. Haben wir da noch Vollzugriff auf sein Konto? Das ist sein Geschäftscomlink. Hm. Auf die Geschäftskonten haben wir wahrscheinlich keinen Zugriff. Schade. Rabutnik. Und zwar auf die von ganz Rabutnik. Ja, da dann, ist ein Eintrag, da steht halt hier Oskar Pavlov und das ist dann, da kannst du einfach mal 54 Milliarden abheben und dann bist du einfach ganz gut raus. Und dann sag mal Millionen, wir wollen nicht übertreiben. Ja, dann hole ich mir ein paar Konzern, der ist Milliarden schwer, da kannst du aber mal glauben, so groß wie ja, der ist. Ja, aber das ist sein Privatvermögen. Ach so. Also, ja, dann hole ich mir halt ein paar Credsticks. In tausender Größe und dann wird das abgehoben halt. Ja, und dann nehme ich mir, kaufe ich mir einfach eine Wohnung und die tue ich einfach voller Credsticks. Zu tausender Größe, da kann ich drin schwimmen. Ja, und so wie Dagobert Duck. Ja, Kaban Duck. Genau. Jojo zischt ab. Jojo meint noch, ich baue dem jetzt eine Wanze da rein. Okay. Coole Idee. Könnte dem auch eine Wanze in seinen Scheiß. Oh Gott, das wäre viel noch viel geiler, ihm eine scheiß Wanze in seinen scheiß Datenfilter einzubauen. Geht das? Ich weiß nicht, ob das geht. Wie hoch hast du denn Cybertechnologie? Ich nicht so hoch, aber ich kenne jemanden, der es hoch hat. Wen denn? Den Professor. Outsmarted. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Outsmarted. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wieso nicht? Keine Ahnung, wo kriegst du denn die Materialien dafür her?
Für Cybertechnologie. Ich weiß ja nicht, was der braucht. Naja, eher so komplexe Maschinen. Vielleicht aus einer alten Datenbuchse und solchen Dingen. Yeah, wir bauen aus einer alten Datenbuchse ein improvisiertes Implantat. Ich weiß nicht genau, keine Ahnung, das sieht ja auch nicht so gut aus irgendwie. Scheiße. Aber mir gefällt die Idee nicht. Aber ich fand meine Idee gut. Prinzipiell lobenswert. Also ich meine, ich finde die Idee so lobenswert, ich könnte euch sagen, der Doc, also der, bei dem ihr jetzt seid, könnte für euch zum Beispiel Elektroden implantieren, auf die er keinen Zugriff hat und die euch 24/7 über seinen Comlink seine Sinneseindrücke senden. Das könnte irgendwann auffallen, aber Elektroden kannst du relativ einfach implantieren. Hm. Und implantierte Elektroden kosten meiner Ansicht nach nichts. Gut, und senden tun wir das dann auf dem Comlink, dass wir irgendwo verstecken und das dann irgendwo rumhängt. Oh, dem implantieren wir noch einen Comlink. Na, das kostet halt mehr als nichts. Wir implantieren die beim Comlink und Troden und dann schickt ja alle 24 Stunden mal alle seine Sinneseindrücke. Oh, scheiße. Ich finde, das ist eine sauwitzige Aktion. Das machen wir. Ich bezahle den Scheiß. Lass mich kurz nachgucken, was das so kosten wird. Ich glaube, also Comlink implantiert ist ein Tausender oder so. Nee, ein Comlink implantiert ist 2500 plus Comlink-Preis. Echt jetzt so teuer? Hallo? Und Falli willst du es noch verstecken, da wird es noch ein bisschen teurer, ne? Das müssen wir ja mit bedenken. Der soll das ja vielleicht nicht unbedingt mitkriegen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie wir das machen, dass der diese Operation nicht mitbekommt, ne? Der war doch die ganze Zeit bewusstlos. Ja, man hat davon ja keine Narben. Und vor allen Dingen muss eigentlich der noch ein paar Tage darauf geachtet werden, dass sein Körper das nicht abstößt. Ab und zu mal einen Doc schräg von der Seite angucken, ist bei sowas gar nicht schlecht. Nach einer Implantation. Der kriegt einfach Immunsuppressiva als so einen intelligenten... Willst du ihm auch noch einen Autoinjektor einbauen, oder was? Nee, aber du kannst halt so Langzeit genau. Drogen geben. Und es gibt doch bestimmt schon so kleine Dinger, die du einfach irgendwo so wie diese Hormonstäbchen oder was weiß ich was, die einfach eine bestimmte Menge pro Zeit abgeben. Es gibt Nanoware, die das, ich glaube, eine Woche lang oder so aufrechterhält. Ach, Nanoware, völlig übertrieben. Kriegt einfach ein Verhütungsstäbchen voller Immunsuppressiva. Zuvor? Dann stirbt er nachher an der Grippe. Das kennst du ja, das Schicksal. Ja. Oh, scheiße. Ich also. Finde das witzig, dass wir bei Robotnik dann eine Drohne drin haben. Implantiertes Comlink, dann braucht ihr auch keine Elektroden mehr, kostet 2000 plus Comlink-Preis. Ja, scheiß drauf, ich mach das jetzt. Deine Family, jetzt. Mann. Der macht das jetzt. Ich finde die Idee einfach geil. Ey, ich finde, das ist schon eine gute Idee. Jetzt zieh dir mal 2000 ab. Ah, versteckt. Sagen wir mal eher 2800. Er muss es ja nicht mitbekommen. Es wird einfach direkt an die Milz gehangen. Die kontrolliert nie jemand, weil die niemand braucht. Ja. Hör auf zu heulen. Du hast das Platz für einen Comlink. Pass lieber auf, dass sich niemand bestückt. Jo. Jetzt habe ich die ganze Zeit das Bedürfnis zu sagen, meine Milznarbe zieht. Zirp, zirp. Iodi, darauf erstmal ein Schnaps. Ja. Ihr lasst ihm ein implantiertes Comlink einbauen, von dem er nichts weiß. Jo! Ihr lasst seine Sinnesabdrücke immer abspeichern und die zu festen Zeitpunkten irgendwo hinschicken. Jo. Weißt du, dass wir theoretisch dieses verfickte Comlink auch zwischendurch mal als Proxy benutzen können? Ja. Leute, schreibt euch das auf, das ist die geilste Idee, die ihr seit sehr langer... Seit heute hattet, auf jeden Fall. Wir infiltrieren Robotnik, indem wir deren Mitarbeiter abfahren. Ich möchte mal kurz anmerken, du infiltrierst Robotnik Schädlingsbekämpfung auf Level von dem Typen, der rumfährt und Ratten abmurkst, ne? Also jetzt nicht zu viel erwarten, aber es ist trotzdem cool. Vielleicht fängt's an. Und den benutzt sie dann durch Gehirnkontrolle dazu, dass er weitere Leute mit Comlinks ausstattet. Nein, das werden wir nicht. Darf ich den unter Fahrzeugdrohnen unterschreiben? Bitte? Nochmal. Darf ich den unter Fahrzeugdrohnen schreiben?
Nein, er ist keine Drohne. Du kannst ihn nicht wirklich fernsteuern. Du kannst ihn unter Abhörgerät oder so abschreiben. Das ist ja auch okay, aber wir dürften ihn auch nicht fernsteuern, sonst würde Jojo mal kurz ein bisschen ausrasten. Sonst würde Jojo nicht fernsteuern. In den Tod. So, der implantiert das, dann kommt er raus. Nur mal so kurz, also ich bin jetzt fertig. Wie genau stellst du dir vor, das quasi zu erklären für ihn, dass du ihn jetzt abgegradet hast? Achso, das Comic ist übrigens dort, wo die direkt an die Mails gehangen. Mhm. Das werde ich ihm nicht erzählen, der wird das nicht wissen. Nochmal was? Der wird das nicht wissen. Der hat gerade noch einen Verband und sowas. Ne? Ja, Jojo macht gleich ihr Ding. Ich habe die Narbe schon weggelasert, aber... Und ich meine, der muss ja... Erst wurde der von dir verprügelt, wie Sau. Und dann... Naja, er war nett, hat ihn zum Arzt geschafft und dann wurde mal kurz festgestellt, dass da ein bisschen was gemacht werden muss. Er hat die ganzen Rechnungen übernommen und Judas? Das ist der netteste Überfall, von dem ich je gehört habe. Okay. Also Rechnungen wurden nicht übernommen, ich leg hier keine Rechnung an, das ist euch klar. Ja, ja. Aber ich kenne da jemanden bei Rabotnik her, der, also bei deren auch, wo die auch ihre Medizinkrams haben, mit dem man durchaus reden kann, dem man ein bisschen Geld gibt und der könnte ihn durchaus aufgenommen haben. Der ist ja auch bei Rabotnik quasi krankenversichert und wenn er eine schwere Gehirnerschütterung oder so hat und ihn jetzt dahin bringt und ich vorher mit ihm telefoniere und der dann aufwacht, dann erklärt sich einiges, sag ich mal. Das finde ich ein guter Plan. Soll ich ihn mal anrufen? Ja. Okay, das ist übrigens die crazyste Aktion, die ich seit langem hatte, aber... Alles für einen Hund. Alles für einen Klopp. Ich ruf da mal an. Danke. Wie hieß der Typ nochmal? Welcher Typ? Ja, achso, eure Drohne. Typ, ja. Straßenkreuzer, a.k.a. Nikolai Dwerkow. So. Achso, warte. So ist geschrieben. Ich bin mal so frei und schreib das groß. Mach das gern. Es würde... 200 Yen kosten. Kriegt er. Easy. Wir fahren quasi zu so einem Mini-Klinik und da wird er von einem speziellen Herrn aufgenommen und ja, dann wird er halt aufgenommen dort als Patient, wird erstmal in Bett gekarrt und er hat ja solches Glück gehabt. Wie ultra-evil das eigentlich ist, wenn du da dir da ein paar Leute von überall mal so reinbastelst und dann einfach irgendwie ein paar Proxys hast. Ja, irgendwann wird es halt auffallen und so, ne? Ja, natürlich. Aber schön vom so schön aus der Konzernenklave einen anderen Konzern hacken. Super. Naja, Konzernenklave. Also schon, der ist schon abschauen, da sind wir uns schon einig, ne? Ja. Also auch für den Konzern. So, aber ja, ich find's trotzdem geil. Ich muss nur immer kurz unterbinden, weil ich einfach gewöhnt bin, dass Spieler dann immer gleich so viel auf einmal wollen und dann immer den Spielleiter ausnutzen wollen und Spielleiter lassen sich nicht ausnutzen. Aber Juti. Ich bin mir halt einfach immer noch nicht sicher, ob das die beste oder die bescheuertste Idee war, die sie jemals hatten. Aber der sichere Weg als Spieler ist ja zu sagen, boah, die Idee ist richtig geil und es wird euch einfach nie auf die Füße fallen. Und dann einfach vorsorglich das einfach vor die Kanne ironisch zu sagen und dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man die damit fertig macht oder nicht. So, weil ich weiß es halt wirklich noch nicht, ob ich das gut finde oder ob ich das ziemlich schlecht finde, was da so passiert. Aber okay. Kaban hat bewiesen, dass er auf jeden Fall
nicht vorhat, in irgendeiner Form, keine Ahnung, wieder ein bisschen weniger widerlich zu werden, also verprügelt auch weiterhin die Leute oder knallt sie ab, wie mit Gunny oder sonst alles, keine Ahnung, der Junge, der hat halt einfach Bock. Und wenn der Kaban Bock hat, dann macht er das, was ein Wildschwein macht. Halt nicht nur in seiner Sule abhängen, sondern einfach alles zertrampeln. Ist ja auch mal schön, dass Jojo die, hat die Vernünftige. Ja, jetzt hätte ich fast gesagt, Jojo ist die Vernünftige, dann ist mir eingefallen, dass sie ja vorgeschlagen hat, einfach den Kopf des Typen zu zertrümmern, um die Datenbuchse kaputt zu machen, was verständlich ist, weil Deadman's Trigger und so, ne? Da scheint sie ja ein bisschen Angst zu haben. Das weiß ich auch nicht genau, wie das so ist bei der. Habe ich auch nichts mehr zu tun. Easy. Also, man hat jetzt den Straßenkreuzer, der war ja sehr hilfreich für Kaban. Und Dr. Phil wird sicherlich genauso hilfreich sein. Bis dahin. Ihr könnt ja ein bisschen German Shepherd hören mit dem Lied. Gott. Russian Style auf dem Album, Great Style. Alles rechtliche Videobeschreibung. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.